Alter, hier spricht euer Telekinder. Was war das gerade in der letzten Folge? Echt seltsam, oder Leute? Mein Schwert und meine ganze Kraft gehören Sparta. Das höre ich gern. Möge Ares heute mit uns sein. Das war echt seltsam gerade in der letzten, Ende der letzten Folge. Was ist da passiert? Da sind wir einfach aus dem... Hä? Wir sind aber nicht aus dem Schlachtfeld rausgegangen, glaube ich nicht. Weil wenn wir aus dem Schlachtfeld rausgehen... Dann kriegt man eigentlich eine Nachricht. Also normalerweise kriegt man dann eine Nachricht. Dann kriegt man normal eine Nachricht eigentlich. So, dann kriegt man normalerweise eine Nachricht, die man dann... Normalerweise gibt man dann Nachricht, aber gibt man immer keine Nachricht bekommen. Das ist nicht seltsam. Das ist seltsam, muss ich dann sagen, Leute. Das war seltsam. Weil man keine Nachricht bekommen hat. Das verstehe ich. Habe ich gerade nicht verstanden, Leute, warum wir keine Nachricht bekommen haben. Weil unsere Armee war auch nicht schwach. Oder wir müssen die Helden bestimmt in bestimmter Zeit eliminieren vielleicht. Wer ist jetzt überlegen mit meiner... Oh nein, Mann! Ah, nee, jetzt weiß man. Wir müssen doch die Hauptmänner erledigen, aber wir erledigen die jetzt. Und jagen die Söldner auf die Rettliste. Jetzt jagen die Söldner, aber wir erledigen. Aber müssen die Söldnerin endlich wegfliegen, Leute. Ja, oh alle. Weil er durchkämpft. Er wird durchkämpfen und jetzt halt. Okay, das sind doch die Stärke noch dabei, glaube ich.
Wenn wir die erledigen haben, dann haben wir das Gebiet gehört und Leute, das ist wichtig. Und es sieht gut aus. Ich verstand nicht, was es beim ersten Mann war. Aber wir haben es denn jetzt fast gepackt, Leute. Es sieht gut aus. Es sieht ja richtig gut aus. Und wir haben es geschafft, Leute. Ja. Oder? Ja. Wir haben die nächste Eroberungsschlacht auch erledigt, Leute. So, Leute, wir haben die nächste Herrschaft gehört uns. Die nächste Herrschaft. Die nächste Herrschaft gehört uns, Leute. So, Leute, jetzt sind wir ja die noch. Aber ich würde sagen, bevor wir mal gucken. Wo ist dieser Angst? Wie haben wir da noch? Das wäre der Anführer, aber wir haben jetzt doch das Gebiet, Leute. Das heißt jetzt, da müssen wir jetzt noch angreifen. Das heißt, wir müssen da noch das Lager noch erstmal einnehmen. Das Lager noch einnehmen und dann gucken wir mal. Aber ich verstehe, was in der vorigen Folge, Leute. Warum ist Bar plötzlich weg und wir waren einfach in der Schule weg? Weil so schnell können die Athener auch nicht die Leute eliminieren. So zu sagen, Leute. So schnell kann man auch nicht über die Leute eliminieren, die eliminiert wurden. So zu sagen, Leute. Das muss man ja auch sagen, so schnell kann man ja auch nicht die Mission, So schnell kann man ja auch nicht die Ding angreifen, finde ich. Aber jetzt können wir mal erstmal die hier hat erzählt, Athen, dieses Land nicht mehr. Das heißt, wir haben es ja mal wieder geschafft, Leute, ein Gebiet mehr für Sparta zu holen, Leute. Das ist ja immer unser Ziel, Leute. Das Ziel ist immer, so viel Land wie möglich für Athen wegzunehmen, Leute. Viel wie möglich für Athen wegzunehmen. Das ist unser großes Ziel, Leute. Und hier müssen wir ja nur noch die Stadt plündern, Leute. Hier müssen wir nur den Schatz plündern und dann können wir wieder gehen, Leute. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. So, Leute, jetzt müssen wir ins nächste Gebiet, Leute.
Da wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, wo man ja noch schon die Arena-Meisterin ist, wie hier in dem Gebiet. In dem Gebiet sind wir ja noch Arena-Meister, okay. Okay, Leute, so wird halt jetzt ein bisschen schwierig, Leute. Bewegung! Wie man Pifki einnehmen, weil Pifki haben wir ja schon alle mit Pferden, nur auf bis auf einen, das heißt. Da können wir jetzt nicht immer die Gegner kämpfen. Da müssen wir 8-1 machen. Weil da haben wir schon alle Festungen eingenommen. Das ist das Problem, was wir jetzt haben, Leute, die Festung. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufräumen, Leute. Das ist dann das Problem. Aber ich denke, dass wir das schaffen können. Ja, die Festung. Wir müssen hier einfach nur ein, wie man die. Oh Mann, wir sind falsch auf der Seite. Das ist halt immer das Problem, manchmal mit dem Gegner. Aber die ist aufgefallen. Das hier mal blöd, oder? Das ist das einzige Das ist halt jetzt das große Problem, Leute, was wir jetzt haben. Die Festungen sind jetzt alle erledigt. Das heißt, es sind nämlich viele, kaum Festungen mehr hier, wo man viel machen können. Los! Aber wir wissen ja, hier haben wollten wir, dass hier das der Minotaurus war, Leute. Aber hier hat war nicht der Minotaurus, Leute. Ne? Das wissen wir ja ganz gut, Leute. Und hier war ja wo wir die Minotaurus-Lösung gemacht haben, aber die brauchen wir ja nicht, weil wir den Minotaurus ja schon sozusagen gewusst haben, wo er ist gewesen. Ein Gebiet neben dran sozusagen. Aber die Minotaurus zu kriegen war richtig gut. Okay, Leute, jetzt können wir halt wieder ein paar eliminieren, Mann. So langsam geht mir das Pfeifen auf den Sack. Halt! Oh Mann, das ist halt. Das sind zwei gleichzeitig. Hoffentlich merken die beiden.
Das heißt, wir müssen erledigen und dann müssen wir... Müssen wir die ein bisschen abhauen. Wegfliegen erstmal, Leute. Müssen wir sie erstmal wegfliegen, Leute. Müssen wir sie erstmal wegfliegen? Nein, wir haben super, die haben uns gesehen. Okay, Leute, die haben es gesehen. Das heißt, wir werden jetzt ein wenig systematisch arbeiten. Die suchen uns hier. Das hat ein bisschen Vorteil da. Ein bisschen Vorteil hat das jetzt, Leute. Dass sie uns jetzt suchen, Leute. Dass sie viel aufgeweckter sind. Aber das heißt, wenn man, Alter, wenn man den Anführer komplett wegkennt hier in dem Gebiet, Alter, dann haben wir schon einen Großteil von den Leuten gesehen. Und dann haben wir die Festung auch einen Vorteil. Okay, ein Vorteil ist, sie suchen uns nun nicht mehr. Jemand ein Zeichen geben? Hm? Das ist mal ein kleiner Vorteil, was wir haben. Die suchen uns jetzt nämlich. Ja. Oh Mann, jetzt haben wir ein kleines Problem, Leute, die Henne. Jetzt haben wir ein kleines bis größeres Problem, Leute. Dass wir uns jetzt ein bisschen suchen. Aber somit, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe vielleicht. Es wäre halt gut, wenn wir jetzt hier... Oh Mann, ein paar Zentimeter rüber, dann hätte man... Okay, sie haben uns nicht, sie finden uns nicht mehr. Okay, gut. Okay, unser Freund hält uns gerade ein bisschen.
verliere nie! Okay, jetzt kämpfen müssen wir, jetzt kämpfen wir halt ein bisschen, Leute. Oh nein, Mann! Oh Manometer, ja, das ist gerade wieder. Alter, es ist wieder anstrengend manchmal. Manchmal ist echt. Oder Leute? Wisst ihr was? Wir greifen erst die Festung an, Leute. Ich glaube, die Festung ist besser, wenn man sie zuerst angreift. Dann ist der Anführer geschwächt und nicht so viele Leute zum Gegner dabei. Weil das ist immer das Problem, finde ich, wenn die Gegner zu viele sind. Dann sehe ich echt Sache, Leute, wir machen End. Wir machen jetzt End, wir gehen jetzt zur Festung. Und machen dort weiter, würde ich fast sagen. Ich mache mal die Festung da hin. Die Festung da. Gehen dann natürlich, machen wir Dunkelung. Gehe ich jetzt sagen und. Nicht erwischen lassen. Wir machen die, gehen zur Festung, Leute. Und danach gehen wir dann so zur Sache, Leute. Dass wir jetzt sozusagen die Festung jetzt machen. Und durch, wenn wir die Festung haben, dann ist er vielleicht mehr geschwächt. Und wir können ihn einfacher in sein Haus angreifen. Wirst noch jemanden umbringen? Dann können wir einfacher ihn angreifen. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Ich bin zufrieden. Ella. So könnte man es, glaube ich, machen. So machen wir es, denke ich. So, sozusagen, so würde ich sagen, so machen wir es ab. Und wir machen, dass wir jetzt sozusagen so ein Fragezeichen mal machen muss. Das Fragezeichen da drüben noch uns holen und dann noch die Ausnahmen und dann die Schnellreisepunkte eventuell noch machen. Komm schon. Los. Aber Leute, diese Festung werden wir erst beim nächsten Mal weitermachen. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.